Ja, moin, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Smart Facts on Tour. Wir sind ja heute dabei, die Konfiguration für die EV-Link G4 abzuschließen und die Anbindung des Wiser Vulkanics. Raphael wird euch gleich die Konfiguration Schritt für Schritt zeigen. Wir fangen an mit der EV-Link und werden dann in Richtung Wiser gehen. Ganz genau. Wir haben schon mal die beiden Geräte, wie gesagt, mit Netzwerk verbunden und ich habe mich jetzt gerade auf die G4 per Netzwerk zugeschaltet. Wir werden hingehen und einmal nur grob die Parameter durchgehen. Im Grunde genommen kann die G4 in Standardeinstellungen verwendet werden. Nach der Anmeldung mit dem Benutzernamen und Kennwort kann ich noch einen Namen vergeben für die Box, habe hier ein paar Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt, da müssen wir eigentlich gar nicht groß drauf eingehen. Die Prosumer Home-Lösung ist auf die Standardeinstellung ausgelegt. Was ganz interessant sein kann, dass man die maximal mögliche Ladestrombegrenzung einschalten kann. In dem Fall haben wir es auf 16 Ampere gestellt. Ansonsten können man natürlich auch noch hingehen und verschiedene Karten anlegen. Wir haben jetzt mal zwei Stück beispielsweise genommen, aber das Anlegen ist extrem simpel. Ich muss eigentlich nur hingehen und sagen, Start, halte dann meine Karte davor und schon wird die neue Karte hinzugefügt. Wichtig ist halt eben zu wissen, dass die IP-Adresse bekannt ist oder wie die IP-Adresse lautet. Und damit kann ich dann in meinen Homelink, beziehungsweise wie ja früher, jetzt Wiser VKNX einsteigen. Von Schneider Electric gibt es ein Setting an Einstellungen, die man sich einfach hochladen kann und somit den Wiser VKNX vorbereitet. Ich nehme mir einfach diese Datei, öffne sie, lade sie einfach hoch. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und sobald das geschehen ist, möchte gern der Wiser VKNX einmal neu gestartet werden. Das tun wir auch jetzt gerade. Was passiert jetzt im Hintergrund? Es wird grundsätzlich ein komplettes Programm aufgespielt auf den Wiser VKNX. Virtuelle Gruppenadressen werden gerade im Hintergrund erzeugt. Alle Skripte, alle Programmbausteine, die für die Prosumer Home-Lösung zu benutzen sind, werden mit diesem Programm hochgeladen, sodass man relativ schnell starten kann. Das ist auch schon passiert, wie man es gerade sieht. Ich lade noch einmal die Visu neu. Ja, hochgeladen ist alles. Wie man jetzt sieht, er hat jede Menge Datenpunkte eingestellt bekommen. Wir haben in den Scriptings haben wir vier ereignisgesteuerte Scriptings. Wir haben mehrere zyklische Skripte hinzugefügt bekommen. Auf die gehe ich jetzt nicht noch näher ein. Das ist eine Welt für sich und relativ komplex in der Form. Mit Upload des neuen Programms wurden auch die sogenannten Modbus-Profile des Smart Meters und der Wallbox G4 hochgeladen. Hier müssen wir ein paar Einstellungen ändern. Der Smart Meter ist bei uns eingestellt auf die Geräteadresse 1, also Modbus-Geräteadresse 1 über RTU, also kabelgebunden. Und die Wallbox G4, haben wir eben gesehen, hat die IP-Adresse 3 mit der 13 am Ende. Die gebe ich auch ein. Die Geräteadresse, die ist voreingestellt, die passt in der Form. Und nach dem Speichern kennt der Wiser VKNX die beiden Geräte. Und beim nächsten Durchlauf der Routine wird man auch schon sehen, dass die rote Markierung weggeht. Mehr gibt es jetzt im ersten Step nicht einzustellen in der Form. Das heißt, wir gehen auf die Startseite und öffnen die PC- und Tablet-Visualisierung. Dort gehen wir zu den Einstellungen und können jetzt hier zunächst einmal den Netzwerkbereich eingeben, damit der Wiser
meine Geräte automatisch findet. Wir haben eben gesagt, der liegt bei 13, also grenze ich den Bereich mal von 11 bis 106 ein, klicke einmal auf Suchen und schon hat er seine Wallbox gefunden. Man sieht die IP-Adresse, man sieht die Artikelnummer, man sieht den maximalen Nennstrom auf der G4. Dann haben wir ein paar Einstellungen für das Elektroauto. Wir haben jetzt vor der Tür einen Tesla Model 3 stehen. Der Energieverbrauch 17 kWh pro 100 km ist so in der Regel okay. Den maximalen Ladestrom stellen wir auf 16 Ampere, also 11 kW. Und den minimalen Ladestrom, der ist bei 8 Ampere begrenzt. Wir wären gern noch weiter runtergegangen, aber bei der Lösung ist 8 Ampere das geringste. Die maximale Belastung des Hausanschlusses können wir auch noch ein bisschen hochgehen. Ich denke mal, in der Regel so 40 Ampere ist da ein guter deutscher Schnitt, was das angeht. Sowie auch die Stromkosten, die werden wir ein bisschen höher ziehen müssen, leider. Sodass wir jetzt bei ungefähr in dem Fall 31 Cent pro kWh sind. Wie man schon schön sieht, der Energiezähler arbeitet schon sauber. Wir haben hier die einzelnen Stromverbräuche pro Phase, die auch dann dementsprechend über die Skripte berechnet werden, sodass die Einstellungen alle getätigt sind. So, auf der Bedienoberfläche angekommen, haben wir ein paar Möglichkeiten zur Einstellung. Zum einen sieht man die drei Buttons der Bedienung für die Wallbox, einmal das An- und Ausschalten, die Startfunktion und die Stoppfunktion oder die Pausenfunktion der Ladung. Und wir können über den Drehkreis die Ladestromgrenze individuell nochmal anpassen, wenn ich Bedürfnis dafür habe. Ansonsten haben wir die Grundfunktion des Nachtmodus. In der Form wird die Box nur dann geladen, wenn ich nachts am Schlafen bin, dann wird das Auto dementsprechend geladen. Der Eco-Modus, der nur dann arbeitet, wenn meine PV-Anlage genügend Überschuss produziert. Und das Schnellladen, das wie der Name schon sagt, das Auto wird mit der maximalen Lademöglichkeit, Ladestrom, geladen. Wir haben jetzt zurzeit einen Strombedarf oder einen Leistungsbedarf von 0,38 kW ins Haus. Man sieht, die Pfeile werden in das Haus hinein. Leider ist es heute ein bisschen bewölkt, sodass der PV-Überschuss zurzeit 0 kW ist. Aus der Entfernung kann ich jetzt meine Wallbox ein- und ausschalten. Das tun wir jetzt einfach mal so. Und ich kann dementsprechend gleich meine Ladung starten, indem ich einfach an meinem Auto das Kabel einstecke, dort dementsprechend die Zugangsberechtigung einschalte und dann auf der Wallbox meine Berechtigungskarte vorhalte, sodass dann der Ladevorgang startet. Das Laden an sich ist einfach total easy. Klappe auf. Stecke rein, Fahrzeug, genau das gleiche, Typ 2, Box kommuniziert mit dem Auto, gibt 11 kW frei in diesem Fall. Ich muss mich noch mal einmal anmelden mit meiner Karte und schon fängt das Auto an zu laden. So, Martin hat jetzt den Stecker von der Wallbox ins Auto eingesteckt. Die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Wallbox steht. Er sagt, dass das Auto verbunden ist, der sogenannte Zustand B. In der Tesla-App hat er jetzt dementsprechend die Berechtigung eingeschaltet, dass er auch laden möchte. Und jetzt sieht man, das Auto wird angefangen zu laden. Die Ladeleistung fährt jetzt langsam hoch. Wir sehen es bei 5 kW und weiter steigend.
Was wir jetzt machen, ist natürlich den Vollbezug aus dem Netz. Wir haben keine PV-Leistung, dementsprechend haben wir auch zurzeit keinen Überschuss, den wir einspeisen können. Aber wir sehen jetzt, wie das Auto gerade geladen wird. Wir sehen auch jetzt gerade die mögliche geladene Reichweite in der Form und auch den Gesamtverbrauch vom Netz. Aus der Entfernung könnten wir jetzt natürlich sagen, Ladung pausieren. Jetzt wird an der Wallbox dementsprechend das Schutz geschaltet, sodass die Verbindung getrennt ist. Und wen wundert's, bei Ladung fortsetzen wird der Stromkreis wieder geschlossen und die Ladung geht wieder weiter. Mit der Funktion Eco-Modus kann ich jetzt umschalten auf den PV-Überschuss. Heißt also, wenn ich jetzt hier drauf gehe, wird der Ladevorgang gestoppt. Es ist natürlich kein PV-Überschuss vorhanden. Beziehungsweise mit dem Nachtmodus kann ich jetzt sagen, in welchem Zeitraum soll er bitte das Auto laden, mit welchem Stromverbrauch und mit welchem Ladestrom. Kann natürlich auch sagen, dass er gar keinen Strom aus dem Netz beziehen soll, dementsprechend der Umschalter. Und an sich, die ganze Thematik ist relativ simpel aufgebaut und eigentlich auch für jeden normalen Nutzer der Elektromobilität direkt verständlich. Ja, was ist das Fazit der Prosumer-Lösung von Schneider Electric? Sehr umfangreiches Paket zusammen mit dem Weiser 4KNX und der G4. Man muss wissen, was man wirklich braucht für zu Hause, für ein Familienhaus. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Habe ich eine PV-Anlage? Habe ich einen Speicher? Welches E-Auto benutze ich? Die Einstellmöglichkeiten sind sehr umfangreich, sehr mächtig. Es gibt viel Zweitnutzen, zum Beispiel, dass man den Weiser 4KNX natürlich auch für die Smart-Home-Lösung benutzen kann. Somit würde das noch mehr Sinn machen. Wenn man das natürlich alles nicht haben möchte, Energie hin und her speisen möchte, dann kann man auch sich einfacheren Sachen oder nur der G4 bedienen, was als Standalone-Lösung sicherlich auch cool wäre, weil die Konfiguration auch relativ einfach ist. Wir haben jetzt den Punkt der Übermittlung der Daten gar nicht mit angebracht, aber es ist zum Beispiel sehr einfach, Formulare per Excel, per Mail zu verschicken, dass man komplette Ladeberichte versendet, zum Beispiel in die Buchhaltung irgendwo oder sonst wohin für sich selbst. Das ist sehr schön, auch das Anlegen der Karten. Da hätten wir uns gewünscht, dass man vielleicht auch andere RFID-Standards mit anlernen kann. Leider sind es nur die Schneider-Karten, die man zurzeit anlernen kann. So rennt man mit einer Tesla-Karte und der Ladekarte rum. Das sind nur so Kleinigkeiten, zum Beispiel auch, dass man die Ladestromgrenze, das Minimum, nur auf 8 Ampere runterregeln kann. Das macht insofern natürlich keinen Sinn, dass man mindestens 7, 8 kW PV-Leistung braucht, damit das Ding im Eco-Modus überhaupt anspringt. Da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht bis auf 2 Ampere runtergeht. Oder wie andere Hersteller, dass man wenigstens 4. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber das kann man ja vielleicht per Software noch nachreichen. Ansonsten sehr schöne Lösung. Sowohl als Standalone als auch in der gesamten Prosumer-Lösung. Ja, hat uns überzeugt. Wir werden da weiter ein bisschen mit noch rumspielen und gucken wir mal. Ja. Also auf jeden Fall die Thematik, dass ich den Weiser 4KNX als vollwertigen Visualisierungsbaustein in mein KNX-System bringen kann, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Die vorbereiteten Software-Tools sind relativ simpel zu bearbeiten. Auch jetzt ohne tiefergehende KNX-Kenntnisse bekomme ich das gut hin. Und am Ende vom Tag, es ist zum Glück Software. All das kann nach und nach weiterentwickelt werden und kann sich dementsprechend auch gut an das Fahrzeug und an die neuen Techniken anbinden. Am Ende vom Tag ist es auf jeden Fall die richtige Lösung, zu sagen, ich kann meine selbst produzierte Energie auch selbst konsumieren. Bevor ich es einspeise und wahrscheinlich gar kein Geld dafür bekomme, kann ich es zumindest so steuern, dass meine Energie optimiert in meinem Haus verbraucht wird. Wenn ihr Fragen habt zu G4, zu Weiser 4KNX oder zur Prosumer Home Lösung, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns wie immer, ruft uns an, gebt uns gerne ein Feedback und habt viel Spaß mit Prosumer Home.